ist es natürlich so, dass die meisten Menschen sich nur aus den Mainstream-Medien informieren. Ist es so, dass die Leute sehr einseitig informiert werden. Man kann sich natürlich verbreitern in seinem Informationsbedarf. Spätestens dann sollte man es eigentlich tun, wenn einem klar wird, dass man belogen wird. Jemand, der einen anlügt, hat eine Agenda und der meint es auch nicht ehrlich mit einem. Ich erinnere daran, dass Herr Juncker, der Vorgänger von Frau von der Leyen im Amt des Kommissionspräsidenten der EU, gesagt hat, ich zitiere, wenn es ernst wird, muss man lügen. Hat er gesagt. Also hat's, und da war auch nichts misszuverstehen. Hat er auch nicht zurückgenommen, hat er auch nicht relativiert. Er hat gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Das hat ja auch Lauterbach mal in einem Interview gesagt, dass Lügen das Handwerk des Politikers ist. Und da muss ich sagen, also beim Thema auch nochmal, um uns auf das Thema Corona zurückzukommen, weil Corona ist, wie soll ich sagen, nichts anderes als die Herrschaft der Lüge gewesen für mehrere Jahre in diesem Land und nicht nur in diesem Land. Mir ist es im April 2020 schon aufgefallen. Ich habe nämlich im April 2020 eine kleine Analyse gemacht. Ich habe mir die Johns Hopkins-Daten zu den Covid-Fällen weltweit runtergeladen, jedes Land einzeln. Und aus der gleichen Quelle, und es ist eine offizielle Quelle, die auch von den Regierungen benutzt wird, die Zahl der Todesfälle an Covid. Und dann habe ich Land für Land die Sterblichkeitsquote ausgerechnet. Dann habe ich die Sterblichkeitsquote verglichen mit der Staatsverschuldung des einzelnen der einzelnen Länder in der Eurozone. Und was habe ich festgestellt? Dass die Sterblichkeit, die die Länder in diese Datenbank reingemeldet haben, umso höher war, je höher die Staatsverschuldung war. Und das konnte ich mir erstmal nicht erklären. Ich habe dann rausgefunden, dass das Virus sich offensichtlich in unserem Auge breit macht und auf der Lauer liegt, bis wir den Wirtschaftsteil der Tageszeitung lesen. Und die alternative Erklärung ist, dass uns diese Zahlen vorgelegt worden sind, damit ein 1,5 Billionen Euro Rettungsprogramm zustande kommt. Also ich habe mich dann für die erste Verschwörungstheorie entschieden, weil die zweite wollte ich nicht glauben. Und an dem Punkt, wo eigentlich klar war, Italien meldet 13% Sterblichkeit. Ja? Also 13 von 100 Leuten, die sich angeblich in Italien damals infiziert haben, sind dran gestorben, während Litauen 0,2 oder 0,02% Sterblichkeit gemeldet hat, obwohl es das gleiche Virus war, sagte mir, ich werde offensichtlich belogen. Und ab da war mein Vertrauen weg. Und als der erste Lockdown kam, war er noch mehr weg, weil ich gesagt habe, auf der wissenschaftlichen Basis lasse ich mich doch nicht einsperren. Wir kommen um die Frage nicht rum, cui bono, wer profitiert davon? Auch das hat natürlich auch mit den Drahtziehern im Hintergrund zu tun, der ideologischen Agenda, wie immer man das nennt, wenn es denn Drahtzieher gibt oder ob es den einen gibt. Wahrscheinlich gibt es auch da eher viele, die versuchen, ihre Macht auszutesten, wie weit sie gehen können, oder? Ja, ich glaube, die Politik ist einfach zunächst mal von ihrem Machbarkeitswahn erfüllt. Ja, Politik denkt eben, sie könnte es managen. Und an der Stelle, wenn ich mal auf das zurückrekurrieren darf, was Wolfgang Kochanek gerade sagte, nämlich, dass wir zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, hier Startups zu finanzieren, dass wir natürlich uns überlegen müssen, dass bestimmte Dinge endlich sind. Und dem stimme ich auch zu, obwohl ich zum Thema Klima eine etwas andere Einstellung habe. Aber natürlich, Ressourcen sind endlich. Die Frage, die sich aber doch stellt, ist, wenn sie endlich sind und wenn wir Ressourcenprobleme zu lösen haben und überhaupt Probleme zu lösen haben, jedweder Natur, was ist denn der richtige Lösungsansatz? Und da sagt die Politik, der Lösungsansatz ist, dass wir es besser wissen als ihr und wir sagen euch, was ihr zu tun habt und zu glauben habt. Während es die andere Fraktion ist, und da gehöre nicht nur ich dazu, sondern da gehören, glaube ich, ganz viele dazu, insbesondere die ganzen Menschen da draußen, die als Leistungsträger und Unternehmer dieses Land am Laufen halten, die sagen, nee, es gibt einen anderen Mechanismus, der uns besser dahin führt, sinnvoll mit Ressourcen umzugehen, gerade wenn sie knapp werden. Und das ist die Marktwirtschaft. Und die basiert auf Freiheit. Die basiert auf der Freiheit, dass wir das tun, was wir für richtig halten mit unseren Ressourcen, weil wir dann automatisch sparsam damit umgehen. Die Staatswirtschaft ist immer verschwenderisch. Das hat man an der sowjetischen Staatswirtschaft gesehen. Die war umwelttechnisch ein einziges Desaster. Während die Marktwirtschaft und die Freiheit ressourcenschonend sind und schon immer gewesen sind. Und zum Thema Atomkraft nur ganz am Rande. Mir völlig unverständlich, warum die Grünen gegen die modernen neuen Reaktoren sind, diese neuen Dual-Fluid-Reaktoren, warum da nicht investiert wird, wo doch jeder weiß mittlerweile, der sich mal damit befasst hat, dass auch noch das Atommüllproblem damit gelöst werden kann, dass eins der Hauptgründe war, aus der Atomkraft auszusteigen. Also diese modernen Reaktoren, die verbrennen den Atommüll und machen ihn auf Sicht mehr oder minder harmlos. Das bedeutet für mich eigentlich, müsste doch jeder, der
Angst vor der alten Technik hatte, jetzt sich überlegen, ob er auf die neue Technik eingeht. Aber die ideologische Borniertheit und die Tatsache, dass der Politiker sagt, ich weiß es besser als ihr alle, die hält uns davon ab, die besten Lösungen zu finden. Es ist die linkssozialistische Agenda, um die es hier geht. Ganz klar. Und man muss ja sehen, der Sozialismus ist ja kein Weltbild im positivistischen Sinne. Also es ist nicht so, dass der Sozialismus ein Zielbild hätte, wie eine gute Gesellschaft aussehen soll. Das hat er tatsächlich nicht. Hat er auch noch nie zustande gebracht. Aber er hat ein Negativbild. Der Sozialismus weiß vor allen Dingen, was er nicht will. Da gab es mal einen interessanten Menschen, der hat in der Sowjetunion gelebt, Igor Schafarewitsch, ein Mathematiker, der hat es genau analysiert und der hat fünf Faktoren erkannt, woran man sozusagen dieses linkssozialistische Zielbild festmachen kann, nämlich an fünf Feindschaften, die da gehegt werden. Die erste Feindschaft richtet sich gegen das Individuum. Der Individualismus und der Sozialismus sind unvereinbar. Da wird nicht immer von der Masse die Rede. Das war übrigens im nationalen wie im internationalen Sozialismus das Gleiche, also gegen das Individuum. Das zweite Feindbild ist das Eigentum, und zwar deswegen, weil ohne Eigentum das Individuum nicht für sich sorgen kann. Er ist abhängig auf Gedeih und Verderb von einer zuteilenden Staatswirtschaft. Ohne Eigentum können wir nicht für uns selber einstehen. Das dritte Feindbild ist die Familie, und das sehen wir gerade beim Genderwahn, und ich nenne es bewusst Genderwahn, was anderes ist es nicht. Die Familie, die steht nämlich in Konkurrenz zum Staat. Der Staat, der will uns betüddeln und mit seinem Sozialstaatsgehabe beherrschen, von der Wiege bis zur Bahre. Der Nanny-Staat. Der Nanny-Staat, also in unser ganzes Leben will er eingreifen. Die Familie steht ihm entgegen, weil die Familie eigentlich der natürliche Ort der Geborgenheit ist und nicht der Staat, der vorgibt, es zu können, der aber im Zweifel, wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt, versagen wird. Das werden wir demnächst feststellen. Wahrscheinlich noch dieses, spätestens nächstes Jahr. Das werden wir rausfinden. Das haben wir ja im Staat Atlan versagen kann. Zum Beispiel gesehen. Ja, aber das wird noch in ganzer Breite, in ganzer epischer Breite wird sich das jetzt durchsetzen, dass wir feststellen werden, dass der Staat uns nicht versorgen kann mit gar nichts. So, was ist das vierte Feindbild? Ist die Religion, und zwar deswegen, weil die Religion natürlich für all die Werte steht: Individualismus, Eigentum und Familie und Kunst und Kultur. Diese Typen sind typischerweise Bilderstürmer. Also nicht nur die Buddha-Statuen in Bamiyan, die in die Luft gesprengt worden sind von einem im Prinzip sozialistischen IS, das sind nämlich sozialistische Gedankenmuster, die daraus, totalitäre Gedankenmuster, da durchkommen, sondern auch, wenn sich Fridays oder wie heißt es, die letzte Generation hinstellt und unschätzbare, unersetzliche Kunstwerke der Menschheit mit Tomatensauce und Kartoffelsuppe beschmeißt, ja, und dabei beschädigt. Man weiß bis heute nicht, ob man sie wieder richtig sauber kriegt, ja. Und dann, das ist klassische Bilderstürmerei. Dieses linkssozialistische Weltbild wendet sich gegen Kunst und Kultur. Das war schon immer so. Und wenn es sich dagegen wendet, dann wird es vereinnahmt und missbraucht. Und dieses Negativbild, das ist die Agenda. Es ist eine Agenda der Zerstörung. Und zwar von Menschen, die mit Freiheit und Individualität und Individualismus nichts anfangen können. Und weil diese Leute den Staat quasi als Habitat haben, der Staat ist für die sowas wie ein Kokon, in dem sie all diese irren Ideen entfalten können. Und deswegen finden wir die in der Politik. Wenn man da mal zuhört, was da zum Teil geredet wird, nicht nur hinter verschlossenen Türen, wenn die Türen offen sind, welche Thesen da in die Landschaft gesetzt werden zum Teil. Ja? Und wenn sich das jetzt noch mit Inkompetenz und Dummheit verbindet, also Inkompetenz und Dummheit sind im Grunde genommen das Beet, das Mistbeet, auf dem diese ganze Kiste wächst. Deswegen ist es auch nicht so, dass die Inkompetenz und die Dummheit dem entgegenstehen würden. Nein, im Gegenteil. Das befördert diesen ganzen Sumpf. Wobei, es ist noch steigerungsfähig. Also ich habe es neulich gelesen, dass die Vereinten Nationen einen Richtlinienkalender oder sowas in die Welt ruft, also ins Leben rufen wollen. So eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Bedienungsanleitung, wie man den Planeten verdunkeln könnte, um das Klima angeblich zu retten. Mhm. Ja, das heißt also, die setzen sich jetzt ernsthaft hin und machen einen Regelkalender nach der Wiese, was müssen wir denn beachten, wenn wir Flugzeuge in die Stratosphäre schicken, um Aerosole da zu versprühen, die das Sonnenlicht abhalten und dadurch die angebliche Erderwärmung, die durch angeblich CO2 erzeugt wird, zu kompensieren und rückgängig zu machen. Also die reden ernsthaft über Geoengineering, das machen die wirklich, wo sie noch nicht mal verstanden haben, wie unser Wetter oder unser Klima überhaupt auch nur ansatzweise funktioniert. Die Wahrheit ist nämlich, dass diese ganzen Jungs, die uns da erzählen, sie wüssten es ganz genau, überhaupt gar keine Ahnung haben, wie unser Wetter und unser Klima funktionieren. Ja, ich meine, sie sind nicht in der Lage, zuverlässig das Wetter mehr als 2 Tage vorherzusagen, aber wollen uns erzählen, wie das Klima in 10 Jahren ist. Also das finde ich erstmal sowieso bemerkenswert. Das Zweite, was mir auffällt, ist,
Diese Zumal ja auch alle 10 Jahre diese Drohung kommt, die Welt geht unter, wenn wir nicht was verändern. Also, ich glaube, die gibt's ja schon seit, also ich weiß nicht wann. Wir haben vor 20 Jahren hat uns Al Gore erzählt, dass wir jetzt eigentlich schon alle abgesoffen wären. Ja. Aber ich sag mal so, Obama, der hohe Priester der Klimareligion, hat 2 Häuser direkt am Strand. Ja, wie kann das sein? Ja, wenn der Mann wirklich glauben würde, was er sagt, dann hätte er doch keine Häuser am Strand. Und wenn das so wäre, wie er sagt, dann wären die gar nicht mehr versicherbar. Ja, ich war selbst mal Chief Risk Officer einer der größten Rückversicherungen der Welt. Und das war kurz nach Katrina. Und dann hieß es wegen des Klimawandels, dass das jetzt jedes Jahr so wäre. Und dann sind die ganzen Versicherer geflüchtet aus dem Hurricane-Risiko. Und dann habe ich mir die Modelle angeguckt und die Modelle haben das alles nicht hergegeben. Da habe ich gesagt, da gehen wir jetzt rein, da verdienen wir uns rammdösig. Haben wir auch gemacht, haben uns auch rammdösig dran verdient. Ja, indem wir das Risiko versichert haben, was wegen der angeblichen Klimakatastrophe keiner mehr versichern wollte. Ja, das sind im Prinzip Hysterien. Aber jetzt kommt also die UN her. Das heißt, Sie waren mal der Versicherungsmakler von Obama? Nein, das war ich nicht. Aber ich war der Chief Risk Officer und Vorstandsmitglied einer der großen Rückversicherungen, die sich mit dem Problem damals auch schon auseinandergesetzt haben. Und damals ist es auch schon, die Modelle sagen das. Und wenn man sich die Modelle angeguckt hat, dann konnte man 2 Dinge daraus ablesen. Entweder das Klima ändert sich oder es war ein Extremevent, der halt einmal alle so und so viele Jahre vorkommt. Beide Interpretationen waren wissenschaftlich gleich viel wert. Und ich habe halt gesagt, okay, ich wette dagegen. Ja, und der gesunde Menschenverstand sagt mir, das ist ein Extremevent und es hat sich nicht verschoben. Und so war es auch, denn sonst hätten wir in den letzten 15 Jahren ja viel mehr Hurricanes gehabt, haben wir aber nicht gehabt. Und auch die Behauptung, dass die extremen Wetterlagen so zunehmen würden, es ist einfach gelogen, es stimmt überhaupt nicht. Es gab noch nie so wenig Wettertote wie zur Zeit. Ja, es ist einfach nicht wahr, dass das passieren würde. Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt der Diskussion. Es scheint keine, also ich kann es jetzt nicht nachprüfen. Ich höre Ihnen zu und sage, wenn das so ist, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, dass Sie das recherchiert haben. Und wenn das aber tatsächlich so ist, dann müsste man ja hier auch an so einem Tisch einfach mit unterschiedlichen Experten genau das mal in einer Extrasendung diskutieren. Und das gelingt aber nahezu nicht. Und da nehme ich jetzt Klima einfach nur als stellvertretendes Thema. Das funktioniert auch. Das hat bei Corona schon nicht wirklich funktioniert. Das funktioniert bei Gendern auch nicht. Also das heißt, man will auch gar nicht mehr in den Diskurs gehen. Ja, weil man auch da Angst hat vor den Antworten. Nehmen Sie diese tollen Klimamodelle. Diese Klimamodelle, die funktionieren übrigens nach den gleichen mathematischen Prinzipien wie die ökonomischen und Risikomodelle der Banken. Also wenn Sie eine bestimmte Menge an Variablen, die erklären sollen, was passiert. Und diese Modelle, die laufen alle darauf hinaus, dass wenn sie einen gewissen Komplexitätsgrad erreicht haben und den überschreiten, dass sie dann chaotisch werden. Also ein Modell mit mehr als 7, 8 Variablen funktioniert einfach nicht. Wenn Sie da die gleichen Daten reinschütten, kriegen Sie jedes Mal ein anderes Ergebnis raus. Das heißt, das Modell hat keine Prognosekraft. Die Klimamodelle, die haben aber nicht 7 oder 8 Variablen, die haben 30, 40, 50 Variablen. Und wenn Sie die normal bauen würden, würden die Ihnen komplett explodieren. Warum tun Sie das nicht? Weil man sie einfach so programmiert, dass sie auf bestimmte Werte zulaufen. Sie kriegen so eine Art Attraktoren eingebaut, Reversion to the Mean, Trendwerte kriegen sie eingebaut und dann laufen sie genau dahin, wo sie hinlaufen sollen. Das ist nicht so, dass diese Klimamodelle irgendwie ein Ergebnis zufällig ausspucken nach der Devise, wir haben das alles eingegeben, was die Lage der Welt ist und jetzt lassen wir den rechnen und laufen und dann sehen wir, was passiert, wie so eine Art Glaskugel. Nein, die Dinger spucken aus, was man vorher reingepackt hat. Sie geben das Weltbild ihrer Erbauer wieder, aber nicht die Realität. Und uns erzählt man jetzt was von Kipppunkten und 1,5 Grad und sonst was. Die Wahrheit ist, dass die komplett ahnungslos sind. Und zwar 100% ahnungslos, weil es hierbei um ein chaotisches System handelt, das mit dieser Methode gar nicht modellierbar ist, wenn es überhaupt modellierbar ist, woran ich meine ernsthaften und begründeten Zweifel habe. Aber wir sollen uns, wie soll ich sagen, ins Messer stürzen dafür, ja, und auf die Hunderte von Leuten hören, die mit dem Privatjet nach Davos reisen und die alle eine Privatjacht haben. Und sowohl die Privatjets als auch die Privatjachten werden von der CO2-Besteuerung ausgenommen. Und diese Leute erzählen uns jetzt, dass wir nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren dürfen und dass wir auch nicht mehr heizen sollen und dass wir unsere neue Heizung rausreißen und durch eine Stromheizung ersetzen sollen. Und diesen ganzen unsinnigen Kram, ohne irgendeine wirkliche gute wissenschaftliche Begründung dafür zu haben. Und deswegen kommt auch so eine Diskussion nicht zustande. Weil wenn man nämlich da wirklich tief bohrt, dann stellt man fest, ja, es gibt Klimawandel, aber wir wissen A, gar nicht genau, wo er herkommt. Wir wissen auch nicht, wie viel Anteil wir daran haben. Und wir wissen auch nicht, ob unsere Maßnahmen irgendwelche Wirkung zeigen. Und das, ich sag mal so, angesichts der Größe der Stadt Berlin, die reicht ja von hier bis Vladivostok, die ernsthaft darüber diskutiert haben, Berlin klimaneutral zu machen. Das ist vollkommen ist ja lächerlich. Gescheitert, ne? Ist ja zum Glück gescheitert. Also das hat Berliner bei mir rehabilitiert, muss ich sagen, dass die das abgelehnt haben. Ja, ich habe das wirklich gedacht, dass die das jetzt wirklich machen.
Also sind offensichtlich noch, ist da noch ein Restverstand in dieser Stadt vorhanden, wo die Leute gesagt haben, also entweder ich sage nein oder ist eigentlich mir egal, was ihr da macht, ich gehe da einfach nicht hin, dann kommt auch kein Quorum zustande. Und wir sollen also unser ganzes Leben umstürzen, wir sollen unsere Freiheit aufgeben, unsere Ökonomie aufgeben, wir sollen Insekten essen, wir sollen alles Mögliche machen, damit Leute, die auf dünnster wissenschaftlicher Suppe dahergeschwommen kommen, auf dünnster wissenschaftlicher Suppe, und wenn sie 100-mal behaupten, es wären 97% der Wissenschaftler, was auch gelogen ist, uns erzählen, wie wir zu leben haben. Und da wehre ich mich mit allem, was ich habe.